Moin, Terran, hallo, mein Name ist Modisto, mit dabei ist wieder liebe Grüße. Guten Tag. Guten Tag. Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Fouls. Was ist hier so lustig? Der hat noch nicht mehr Willnummer. Ja, und wir sind auch nicht alleine, sondern der Bonnie ist auch da. Ja. Grüße, als gesagt, wir spielen Sons of the Forest. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum das alles irgendwie ein bisschen hektischer als sonst klingt und wo meine Kamera hin ist und ich wollte sagen, warum ich so müde aussehe, vergesst den letzten Satz. Ich bin unglaublich müde und sehe auch dementsprechend müde aus. Und ja. Wenn ich müde bin, dann esse ich viel Blödsinn. Und oh, ist das Feuer schön. Nein, habe ich schon gesagt, dass wir Sons of the Forest spielen? Ja, ich habe es halt auch schon gesagt, aber du wiederholst es immer, falls es irgendwer noch nicht begriffen hat. Aber du hast Wolli überquatscht, der konnte gar nicht Hallo sagen. Und seine Weisheit. Wolli? Wolli? Tu uns kund, was du zu sagen hast. Hä, Wolli redet gar nicht mit uns. Oh. Wolli ist eingeschnappt. Wolli! Ja, dann erzähle ich erstmal. In der letzten Folge haben wir ja weiter an unserem Haus gebaut. Das hier ist jetzt Folge 49. Und soll ich schon mal verraten, was mit Folge 50 passiert? Ja, kannst du gerne machen. Okay, Folge 50, Trommelwirbel, da kam der Schuss, wird erstmal die letzte Folge sein, die wir aufnehmen von Sons of the Forest. Wenn ihr nicht schreit zu Hunderten in unseren Kanälen und Kommentaren. Ich muss kurz unterbrechen, während du erzählst, gucke ich mal, wo Wolli ist, ne? Ja, mach das. Draußen ist es spannend und ich habe den Faden verloren. Hallo? Ja. Ich weiß nicht, ein Disconnect oder so? Ich weiß es nicht. Aber jetzt hört man dich. Okay. Gehört. Ja. Hier geht gerade die Post ab. Was habt ihr denn alle hier draußen? Wo war ich? Ach ja, Folge 50 wird erstmal die letzte in dieser Staffel auf jeden Fall sein. Es sei denn, ihr wollt unbedingt irgendwas total Tolles sehen und das kommt auch noch dazu, wir haben tatsächlich dann auch Bock drauf, das zu machen. Weil wenn es jetzt heißt, grabt den Garten um, haben wir ja nicht unbedingt Lust drauf. Ich verliere voll den Faden. Ja. Wir werden angegriffen. Aber. Oder was wolltest du sagen? Die Leute können doch für Folge 50 nichts mehr vorschlagen. Wir nehmen die doch heute auf. Nein. Ich meine so, Folge 50 ist die letzte. Es sei denn, die Leute sind so begeistert, dass sie uns zu Millionen die Kommentarspalten raiden. Ja, das wird ja eh nicht passieren. Warum? So. Also versprich doch sowas nicht einfach. Ja, ich habe nichts gesagt. Vielleicht schneide ich das auch alles raus, was ich ja sowieso nicht machen werde. Also ja, bei mir bleibt es halt eh drin. Vergesst einfach die letzten 5 Minuten. Ach Mann. Ja, Grüße also, an dieser Stelle, um von dieser Situation abzulenken. Also auch nur mal zur Erklärung. Im Hintergrund haben Madis und ich schon Gespräche gehabt, was wir nach Sons of the Forest nach Folge 50 aufnehmen wollen. Und er verspricht jetzt hier irgendwas mit, oh ja, wir nehmen noch irgendwas auf, wenn ihr möchtet. Nein, also Folge 50 ist die letzte. Erstmal auf längere Sicht. Und Punkt. Und ja, genau. Und dann werden wir irgendwas anderes aufnehmen, was wir uns noch aussuchen müssen. Wolli, die Tür zu machen, wenn du rausgehst. Abgesehen von, wollen wir eigentlich schon spoilern, was wir aufnehmen? Dann das kannst du gerne oder tun. Nicht. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Oh, da hinten kommen sie angerannt. Warum kommen die alle von dieser Seite? Die ganzen Fallen, die nicht fertig sind, stehen auf dieser Seite. Oh, das ist meine ja wirklich Pumpgun. Hier hat gerade jemand um seinen Toten getrauert. Oh. Ja, der wird gleich noch viel mehr trauern können, wenn er selber tot ist. Ja, was wollte ich erzählen? Du wolltest spoilern, was wir als nächstes auch nehmen. Ey! Ich dachte, der geht wieder auf seinen Stein. Tür zu machen! Oh, jetzt bin ich platt. Kann mich bitte jemand aufheben? Dankeschön. Falls ihr euch fragt, was diese drei verpeilten Figuren hier fragt euch machen, einfach gar nicht erst.
Ich rede nicht von den Gegnern. Ja, willkommen in der Dulli-Truppe-Aufnahme. Nee, was ich erzählen wollte. Genau, die nächste. Hat sich selbst angezündet. Okay. Da hat er sein Leben gesagt. Aufnahme. Könnte sein. Komm her hier. Könnte ich sein. Ich sag Stücke. Dass wir dann ein Pen and Paper aufnehmen. Und das wird bestimmt voll cool. Aber nein, auch nicht. Wartest du, was redest du? Ich weiß es nicht. Da warst du vom Blödsinn. Als nächstes wollten wir Escape aufnehmen. Stimmt. Weil da wir... Escape Room. Eines Tages kommt vielleicht mal ein Pen and Paper Video. Aber, vielleicht. Genau, vielleicht, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Ich werde auf jeden Fall auch als nächstes Enshrouded aufnehmen, weiter aufnehmen. Da habe ich ja schon auf dem Kanal ein Video mit einem angespielt und ich fand dieses Spiel so hammercool. Man kann bauen, man kann graben, man hat Quests. Die Grafik ist ganz cool. Also erinnert ein bisschen an Valheim, aber irgendwie in schöner. Und man kann graben. Habe ich das schon erwähnt? Ja. Und das ist halt so eine voxelbasierende... Ein voxelbasierendes Spiel und deswegen, ja, muss ich mir angucken. Nee, und wir werden dann ganz bestimmt als nächstes den... Nee, Escape. Oder? Ja, natürlich. Wer hat denn jetzt den umgehauen? Das war ich, aber der ging doch gar nicht bis zum Zaun. Na toll, du hast alles zerstört. Nee, jetzt ernsthaft mal, der Zaun bei uns steht noch, aber das Dach ist kaputt, oder was? Ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich prangere das an. Ach Mann, ey. Kann ich auch mal irgendwann mal was glattlaufen? Hab ich schon erwähnt, dass wir verpeilt sind. Ich versuche mal das zu reparieren. Irgendwie. Ich baue ein Dach. Dabei wollten wir... Ach ja, in dieser Folge werden wir... versuchen, das Haus weiterzubauen. Und zwar nicht dieses hier, weil jetzt zerstört ist. Anteilig. Sondern dieses Steinhaus hier draußen. Nimm doch mal das egal. Oh. Fehlt da jetzt nicht ein halber? Doch, irgendwie schon. Ah, ich habe... Einer liegt, glaube ich, noch im Haus. Lolololol. Ja, hier ist er. Hab ihn. Setz ihn oben rein. Okidoki, wir müssen auch noch eine Pen. Ein, wollte ich gerade sagen. So, aber um das jetzt vielleicht nochmal aufzugreifen, was wir nur in der nächsten, was wir dann als nächstes spielen wollen, das Escape-Spiel. Haben wir das jetzt schon gesagt? Nee, ich hab's, glaube ich, irgendwie angedeutet oder so. Ich habe keine Ahnung. Ach, Wolli, komm, heier machen. Heute ist echt ein Durcheinander. Gruppenkuscheln. Ja, schon wieder. Na gut. In dem super bequemen, kuscheligen Bett. Oh, komm, nee, wir können nicht pennen. Ich wollte sagen, komm, schnell schlafen, da draußen ist ein Gegner, aber das ist ja widersprüchlich. So komme ich jetzt nicht runter. Hallo, wo ist er hin? Ach, er hat sich selbst aufgespießt. Okay, ich komme wieder hoch. Wir können gleich schlafen. Wir können gleich schlafen. Irgendjemand hat hier Energieriegel am Feuer hingelegt. Ich habe die einfach genommen. Vielleicht war es Virginia. Waren vielleicht deine, nachdem du letztes Mal irgendwie draufgegangen bist am Feuer. Könnte sein. Oder vorletztes Mal? Also ich schlafe. Ich auch. Hä? Ich hab da auch gerade gedrückt. Na, oh, guten Morgen! Aufgewacht, die Sonne lacht. Ekelhaft. Ah! Was What denn? The. Nee. Moment. So. Also, Wolli, du könntest. Hast du mich gehauen? Ich hab dich gar nicht, du hast mich gehauen. Gar nicht! Doch, du bist voll gemein. Du hast angefangen! Ich hab gar nichts. Geh mir doch mal aus dem Weg. Genau, Wolli, du kannst helfen, das Haus zu bauen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Hat hier irgendeiner von euch jetzt nur noch irgendwelche besonderen Wünsche, was Hausbau und sowas betrifft? Oder ist euch das egal? Nö, ist egal.
Ich schick aber mal wieder den ollen. Was ist das denn jetzt? Ich will das Knöterich abbauen. Hier. Ja, der soll mal Dings bauen gehen. Kelvin! Hey, warum kann ich denn jetzt den Baumstamm hier nicht abbauen? Stämme. Wir kriegen Besuch. Ach, schon wieder. Das ist anstrengend. Ein bisschen Ton, ja. Wieso habe ich jetzt den Boden? Hör auf, unseren Holzscheiß zu klauen. Such dir selber Holz. Hör auf zu weinen, das ist ja traurig. Ah, ja, mein Bein. Ja, was soll denn da? Da kriegt man ja mal Mitleid. Ist ja belastend, ey. Echt mal. Ich schieß den jetzt tatsächlich eher die Beine ab, weil da brauche ich nur einen Schuss mit der Pumpgun und dann. Boah, du bist. Aua! Ich hab mir selbst aufs Gesicht gehauen. Moment, was? So, dieser Baum, der hier steht, der soll hoffentlich nicht umgefällt werden. Ach, das ist die falsche. Habt ihr jetzt eigentlich noch irgendeinen Bauwunsch oder machen wir jetzt einfach nur dieses blöde Haus fertig? Wir machen einfach nur dieses blöde Haus fertig. Also ich bin wunschlos. Okay. Hast du eigentlich zu Ende erzählt, was wir dann noch machen wollen? Ich glaube, du hattest dann erzählt. Oh mein Gott. Das mit, ja, was wir als nächstes aufnehmen wollen, aber was wir noch jetzt in Forest machen wollen. Mein Spiel ist abgestürzt. Oh, ernsthaft nö. Das könnte ja auch einfach mal funktionieren. Diese Aufnahme ist einfach nur zum Heulen. Könnte ja auch einfach mal funktionieren, ne? Wir werden halt auch immer katastrophaler. Ist einfach so. Wer uns noch guckt, dem ist einfach nicht zu helfen. Meinst du? Ja. Hauptsache erstmal jeden, der das guckt, beleidigt. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich hab's nicht mehr in der Aufnahme. Nicht. Ah, Mann, ey. Und dann bin ich auf die falsche Taste gekommen und hab 50 Mal meinen Explorer geöffnet. Kann man auch machen. Hä, ich verstehe das nicht. Warum kann ich denn jetzt hier die Dings nicht? Mann, wer hat denn den Stamm da in den Weg gelegt? Ich. Ah! Und so. Ich glaube, das geht nicht. Wo ist denn die Aufnahme? Da. Nee, das ist die falsche Aufnahme. Wieso, was willst du jetzt mit der Aufnahme machen? Ich muss mal kurz was kontrollieren. Ja, ich komme gleich wieder rein. Mensch! Dieses Haus macht mich irre. Jetzt. So, auf na, Spiel starten. Jetzt hoffe ich, dass ich ohne Probleme da reinkomme. Okay, das hat schon mal geklappt. Spiel startet. Dabei wollte ich gerade so ein schönes Seil spannen, damit ich ganz schön schnell Baumstämme anliefern kann. Ja. Die Dulli-Truppe, da ist sie. Oh, und ich habe natürlich nicht gespeichert. Ist das jetzt schlimm? Nee. Ja. Nee, du bist ja trotzdem hier. Wieso bin ich denn jetzt rausgeflogen? Beitreten. Dulli-Truppe, weiterspielen. Lobby. Ich kann nicht mehr beitreten. Was? Ach, erzähl doch nicht. Oh, es ist alles traurig. Kann auch mal was funktionieren? Nein. Ja, also, ne, könnte man echt mal langsam so denken. Das ist ja nun nicht mehr normal hier. Was machen wir da jetzt? Jetzt geht's. Okay. Jetzt geht's. Jetzt leider. Er wollte nur dreimal angestoßen werden. Okay. Ja, ich weiß ja auch nicht. Also dieses Spiel stellt uns, was die Lobby und den Multiplayer angeht, schon so vor Herausforderungen. Manchmal schon, ey, finde ich auch. Och, hör doch auf, jetzt hier immer dagegen zu laufen. So, nächster Versuch. Ich brauche, das hatte ich da gemacht, das hatte ich da. Dann geladen.
Nein, ich muss doch auch raus. Und Calvin, du sollst Holz holen, habe ich gesagt. Und Calvin so, nö. Nö. Hol selbst Holz. Nicht mal. Wenn er nicht raus kann, sammelt so. Er halt nur Holz im Dings halt, ne? Ja, genau. Wie okay, jetzt startet die Aufnahme wieder. Ja, Wolli, was möchtest ich du? Ich wollte hier ran schießen. Also wenn man die versehentlich woanders hingesetzt hat? Mit C. Ach, C. Ja. Hohes T. So, irgendwo war meine Säge. Ich werde wahrscheinlich bis Ende dieser Aufnahmesession nicht durch im Kopf haben, wo bei welcher Taste welches Ding ist. Ja. Miau, 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 miau. Baumfeld. Bist du jetzt zur Katze mutiert? Ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Bist du doof? Warum? Jetzt klappt's, okay. Ich bin müde, ich habe keine Ausdauer, ich habe bla. Olin, siehst du, Wolli, weil du da gerade einen Boden reingebaut hast oder angefangen hast, so wie ich ja auch gerade. Eigentlich wäre das doch schon fast cooler, wenn man da gar keinen Boden reinmacht, weil es ja so ein kleines Haus ist. Wie ja, willst du denn da eine Treppe reinbauen? Gar nicht. Das ist ein Steinlager. Ich dachte, das wäre ein Holzlager. Nope. So. Moduswechsel. Hier, guck mal, du hast doch noch... Nee, den hättest du hier ransetzen können. Naja, egal. Da, 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 da. Ist es eigentlich okay, dass ich euch Holz besorge und ihr baut da erstmal momentan? Ja. Holz ist ja wichtig. Das ist gut. Stammlager. Ist das richtig so? Was ist wie richtig? Na, mit dem Dachstuhl. Was? Hä? Nee, da hätte ich Stämme hingebaut. Okay. Na toll. Alles muss man hier selber machen. Meine Güte! Was hast du denn da? Ich spiele mit der Kettensäge. Hiesigen. Ach, guck mal, da kommt sein Freund. Schnitz, 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 Schlitz, Schlitz, zack. Und du. Und du, komm her. Oh, ich bin tot. Wie hast du das geschafft? Schlitz, 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 Schnitz, Schnitz. Ich hatte wohl keine passende ich hatte wohl nicht mehr genug Energie. Ja, ich auch nicht. Und du? Warte, ich helfe dir. Auch noch. Komm her. Komm her. Schnitz, Schnitz, Schnitz. Und ein neues ich bin auch da. Gesicht für dich. Help me. Zack, zack, wusch. Und da einmal in die Kniekehle. Hilft mir jemand? Ach so, Entschuldigung. Danke. Bitte, der lebt noch. Ist nicht schlimm. Zack, zack. Lass ihn verbluten. Töte es, bevor es Eier legt. Da lebt noch eins. Zack. Diese Ureinwohner. Das war ich nicht. Der war schon kopflos, ich schwöre. Okay. Ich brauche zwei Stämme. Und nee, den will ich nicht, der ist so. Habt ihr da oben so einen komischen Torso hingestellt? Wo? Auf dem Stiel? Wo denn? Ich nicht. Hier, wo ich springe? Nein, ich war's nicht. Okay. Wolli, warst du's? Zack, weg damit. Nein. Das waren bestimmt die Ureinwohner. Oh, so nach dem Motto, hier gibt's was zu holen. Könnte gut sein, ja. Die machen sowas ja öfters mal. Aber nicht mit uns. Kurze Frage. Ja. Ja. Hat irgendjemand Dingsbums, also Calvin, Holz holen geschickt? Nö. Ich eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ob er es auch macht. Warum? Ja, weil ich dann halt mal gucke, ob er was ins Lager gebracht hat.
Wenn dieser Stein hier nicht wäre. Aber wahrscheinlich, weil er auch gar nicht rauskommt. Aber das ist okay. Soll er drin bleiben, sonst stirbt er nur. Weil er unnütz ist. Ja, ja. Echt mal, Kelvin. Also, obwohl so unnütz ist er ja eigentlich gar nicht. Gerade wenn man allein spielt, kann der eine richtige Hilfe sein. Ja. Wo ist denn jetzt der Baumstamm hin? Ich frag nicht weiter. Weggebackt. Ach, hier sind noch ganz viele. Okay. Baumfeld. Hä? Ich will das auch machen. Juhu! Der ist zurückgekommen. Und eigentlich sollten die sich auch unten einsortieren in das Stammlager, tun sie aber nicht. Cool. Nö, die fliegen einfach vorbei. Oder? Hättest du vielleicht direkt damit verbinden müssen oder so? Ja, eventuell. Warte mal, ich muss sowieso was ändern. So, gib mir mal das Ding wieder her. Dann nehmen wir das da und dann stelle ich den hier so hin. Eins und... Nein, das wollte ich nicht tun. Was habe ich jetzt getan? Oh Mann. Dinge. Schlechte Dinge. Naja, ja, auf jeden Fall Dinge. Na komm. Stell es da drauf. Also irgendwelche so Dinge war das nicht besser gemeint. Als... Naja, egal. So, dann... Ach, deswegen geht das nicht. Inventar. Was ich mich eigentlich frage, braucht man am Ende die da noch? Anscheinend ja nicht. Oh, ich muss unbedingt irgendwas essen oder trinken oder beides, weil kaum ein bisschen bewege ich mich, habe ich schon keine Ausdauer mehr. Essen und Trinken mache ich irgendwie schon seit einer Weile gar nicht mehr in dem Spiel. So. Aber es nervt mich halt. Er ist da die ganze Zeit am... Ja. So, einmal das. Mein Dulli. Einmal das. Und jetzt ist Ruhe. Sehr gut. Abgesehen vom schönen Klang der Motorsäge. Soll ich ja auch noch mal einen Kamin reinbauen? Wenn es dich glücklich macht? Weiß ich nicht, ob es mich glücklich macht. Oh, jetzt geht's. Sehr cool. Jetzt kann ich es auch von weiter oben tatsächlich reinsetzen. Baumfeld. Irgendwie. Da. Das ist echt mega praktisch. Das gefällt mir gut. Wir roden den ganzen Wald. Dann wird es im Winter kalt. Nö, ja nicht, weil wir Feuerholz haben. Genau, dann wird uns nicht kalt. Dann wird im Winter nicht kalt. Steine. Ich brauche Steine. Große wie auch kleine? Ja, große wie auch kleine. Am Strand liegen ganz viele. Ich da drauf reiten auf so einem Stamm? Ich hab nur die auch geil. Du hast ja komische Vorstellung. Aua. Nein, so nicht. Vielleicht so. Ich erwisch den nicht. Nö, so wie es aussieht, nicht. Kann ich da dran rodeln? Nee, dazu ist es zu niedrig. Egal. Malle ist nur einmal im Jahr. Drolalalala.
Pille. Ich distanziere mich von diesem Lied. Wieso? Ich kenn's nicht, deswegen keine Ahnung, wie es geht. Habe ich wohl etwas Kulturgut verpasst? Nee, hast du nicht. Hast du gar nicht. Kulturschock bewahrt, sagen wir es mal so. Doch hier von diesem Wendler. Genau. Oh, okay. Ja, aber das Lustige ist, es sortiert sich dann halt nur in dem einen ein und dann halt gar nicht mehr. Der andere, der andere ist nicht fertig. Oh, ich habe aber leider keine Stöcker. Ich habe Stöcker. Wow, ich bin ins Loch gefallen. So, fertig. Danke. Yeah. Weiß noch jemand, wie man eine Tür baut? Ja, nee. Im Baumenü. Im Baumenü? Echt? Mhm. Also ich weiß, man muss erstmal was raushauen. Ja, das ist ja schon. Eine Tür ist ja schon drin. Die muss jetzt nur noch gemacht werden. Eine Tür wird nicht gemacht. Sie wird gebaut. Ja, sag ich doch. So alle dasselbe. Nein. Au, mach mal eine Tür. Lolololo. Und wir brauchen auch auf der Seite dann jetzt diese Fallen. Das werde ich mal machen. Das ist wirklich, wirklich cool mit diesem Lager hier. So, Baumenü. Falle. Virginia Falle. Patrouilliert. Oder wie sie auch immer heißt. Ja, Virginia. Was ist das? Sind das die Fallen? Das sind die Kleintierfallen. Falle. Genau. Die hier. Ich finde ich cool, auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, wie die genau eigentlich funktionieren. Die Kleintierfallen. Nee, die Hokipoki. Gesundheit. Genau. Fertig. Das Abrichten. Ist super. Yeah. Wo ist der Kelvin? Ich will ihm nicht sagen, dass er meine Pläne umsetzen soll. Der ist, glaube ich, im Haushalt, ne? Er chillt seine Nacken. Okay. Er soll mal hier seine Baufähigkeiten chillen. So, das Haus ist fertig, aber irgendwie haut er irgendwas nicht so richtig hin. Aber ist egal, das muss so. Okay. Naja, weil in der Mitte fehlt halt. Auf der einen Seite ist der Stamm drin, auf der anderen aber nicht. Und ich weiß nicht genau, warum. Weil die rechte Seite kleiner ist als die linke. Hä? Ach so, das ist keine ganze Stammbreite oder was? Genau. Aber der halbiert das doch eigentlich von alleine, oder nicht? Frag mich nicht. Egal, dann schneid's halt ein bisschen rein, wen juckt's. Wem juckt's, egal. Genau. Dieses Haus sieht so ungemütlich aus durch den Schnee. Kann man da irgendwie Boden irgendwas machen? Irgendwas mit Boden? Nein? Ja, no. Steine reinlegen. Kann man das als Boden überhaupt? Nee, ne? Ich glaube, da hätten wir hier so einen Holzboden reinbauen müssen. Na, ja, mal gucken, ob man nachträglich noch irgendwas hinsetzen kann. Nö. Oder? Echt doch, nicht? Doch. Ah ja. Und wie baut man jetzt nur eine Tür? Oh, hier will er was machen. Hab Tür. Wo ist der Kelvin? Kelvin! Mach gefälligst die Fallen fertig. Er hat Schild am Feuer. Ich glaub's ja nicht. Der lässt es sich gut gehen, der Kelvin. Aber echt, ey. Baue. Der denkt sich halt auch, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Aber wenn nicht, dann ganz bestimmt übermorgen. Vor allem, Wolli, du bist jetzt halt auch gut. Du hast jetzt deinen Kamin auf den Boden gesetzt, aber wir legen jetzt ja noch einen Boden rein. Ja. Natürlich schlecht. Ne? Müssen wir außen rum bauen.
La 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 la. Irgendwie passt es nicht. Ich verstehe es Nein, auch was nicht. machst Gewisse du Dinge denn? verbinden sich einfach nicht. Ja, hier nicht wegen dem Kamin. Ja, da passt es, okay. Aber dasselbe Problem hatte ich auch halt oben, dass sich das irgendwie nicht verbindet. Ich raff das nicht. Okay. Geht es daran? Da geht's ran. Okay, da ist es dran. Und da geht's auch ran. Okay. Das, ich verstehe es nicht. Das sieht doch gut aus. Man muss es am Stein ansetzen. Also links von dir aus. Da müsste er dir das anbieten, dass du es ansetzt. Ich mache nochmal das hier weg. Jetzt kannst du mal versuchen, es anzusetzen. Bei mir macht er. Nein! Was ist das denn? What the hell? Vorhin geht das auch noch nicht mal wieder weg. Ah, oh, okay, das. Ah. Und was ist mit dem Ding? Kann ich das hier? Gib mir das mal. Was ist denn mit der Tür? Die geht Die jetzt nicht mehr Tür. auf. Ja. Hier ist was los. Ja. Aber echt, ey. La 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 la. So, geht das daran? Nein. Das ginge aber theoretisch daran, will er aber nicht machen. So, werfe ich das mal kurz weg. Ist er eigentlich? Ach. Nein, egal. Ja, dann ist der Boden halt ein Das muss ich bisschen mal schief. Egal. kurz nehmen und dann. Vor allem läuft er in unterschiedliche Richtungen. Ja, egal. Hauptsache, wir haben Boden drin. Wo ist der Baumstamm? Du hast meinen Baumstamm! Gar nicht. Oh. Ich hatte mir da extra Glo oder steht der da jetzt noch? Nö. Von diesem Kamin wird jetzt zugebaut. Ich prangere das an. Ja, du hast ihn halt zu früh reingebaut. Das Ja, sieht gut egal. aus, das wird. Sieht okay aus. Es war ja eh nur so ein Probehaus, um zu Huch. gucken, wie man mit Stein baut. Baum fällt. Ich habe hier irgendwo jetzt einen Stein aus Versehen aus der Wand genommen. Sieht alles gut aus. Okay. Und bevor wir hier den Boden setzen, will ich nochmal versuchen, da einen Baumstamm reinzusetzen. Dazu brauche ich aber erstmal einen Baumstamm. Hier. Was? Cool. Ach, da hinten liegen ja total viele. Aua! Die sind alle den Berg runtergerollt. Das ist cool. Nee, den Baum habe ich gerade gefällt. Das ist noch besser. Okay. So, und das geht da nicht ran, weil Gründe. Dann werfe ich das erstmal kurz weg. Und das da auch weg. Virginia, was rennst du denn hier? Ja, ich weiß, dass das toll ist. Können wir das da irgendwie abstützen? Warum muss das Okay, abgestützt werden? das, weil ich den Balken eigentlich wegmachen wollte. Und da fehlt tatsächlich irgendwie, da lässt er mich das nicht hinmachen. Hm, hier ist ein Bug. Ich habe gerade in den Stamm hier einen Stamm reingesetzt. Okay. Geht's vielleicht jetzt? Jetzt geht's! Weil Hallo? du in den Stamm einen Stamm gesetzt hast, ja? Ich bin festgebackt. Hallo? Wo denn? Wo bist du? Da.
Ich bin Karlsson auf dem Dach. Kannst du dich ducken? Oh. Du bist im Dach. Ja, Moment. Ich komm hoch. Ich bin im Dach. Moment. Die Kettensäge macht mir Angst. Oh, danke. Na, wenn du zwei Beine kürzer bist, dann dürftest du da rauskommen. Schön, schönes Wirt. Jetzt brauche ich doch noch einen neuen Baum. Oh oh. Oh oh. Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Wer hat was kaputt gemacht? Ich war's nicht. Unsere Tür hat irgendwie einen Flattermann. Ja, ich weiß. Der geht's nicht mehr gut. Mag sie nicht. Kriegst du Durchfall von. Ja. Weggebackt. Na gut. Mensch, Kelvin, das schleift. Oh nein, ist schon wieder abgestürzt bei mir. Oh je. Aber man könnte ja eine Pause einlegen. Ja, das klingt sehr gut. Okay, Leute, ihr habt gehört, an dieser Stelle machen wir zwangsläufig den Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im Abspann habe ich wie immer die liebe Grüße verlinkt. Ja, Sie können auch ruhig vorbeigucken, aber das war's. Könnt ihr gerne vorbeigucken. Okay. Habt ihr gehört? Also nur vorbeigucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, bei mir natürlich dasselbe. Madisso ist auch im Abspann verlinkt. Schaut bei ihm gerne vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.